Hüterin, du bist zu uns zurückgekehrt, Dalin. Hast du dich schließlich doch noch für einen anderen Weg entschieden? Ich... Nur weiter, ich bin an eurer Seite. Hab Dank, Hawk. Hüterin, ich brauche das Arolinholm, das alte Schnitzmesser, das Meister Ilin aufbewahrt. Ich verstehe. Du willst den Illuvian wiederherstellen. Ihr müsst es nicht billigen. Ich berufe mich auf den Vir Sulevanen. Ich werde jede Aufgabe erfüllen, die ihr mir stellt. Oh, wie schön, dass ich deine Taten noch immer missbilligen darf. Aber es ist dein Recht. Wenn du darauf bestehst, werde ich dir also eine Aufgabe stellen. Was genau ist dieses Ding, um das wir euch bitten? Es ist ein altes Schnitzwerkzeug, das von unseren Holzbearbeitern verwendet wird und seit unzähligen Generationen weitervererbt wurde. Es befand sich schon vor dem Fall der Dales im Besitz unseres Clans. Es ist so alt wie Arlethan selbst. Danke für eure Hilfe. Das bedeutet Meryl wirklich viel. Ich bin froh, dass Meryl in euch eine Freundin gefunden hat, Kind. Ich hoffe, ihr gebt auf sie Acht. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Hüterin. Ja, Darlene, das weiß ich. Ein Vatorell hat 3 unserer Jäger getötet. Er lauert in einer Höhle in den Bergen. Spürt ihn auf und erschlagt ihn. Keine weitere Seele darf seinem Wüten zum Opfer fallen. Wenn ihr dies für uns tut, gebe ich euch das Arolinholm. Möge der Schreckenswolf niemals eure Witterung aufnehmen. Die Höhle muss in der Nähe des Lagers sein. Ansonsten würde die Hüterin die Jäger einfach davor warnen, sich ihr zu nähern. Yeah.
daraus wird nichts. Chandan, gib auf dich Acht, Lethalin. Möge dich der Schwindler im Jenseits niemals finden. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen, es droht keine Gefahr. Hallo? Gesegnet sei Andras, ich meine die Schöpfer. Ich dachte schon, ich komme niemals hier. Meryl? Anethera, Paul. Bist du verletzt? Zurück! Was willst du von mir? Was ist denn los, Paul? Ich bin hier, um zu helfen. Zurück! Fass mich nicht an! Selbst wenn sie es wollte, könnte Meryl euch niemals verletzen. Sie schafft es allerhöchstens, ein böses Gesicht zu machen. Sie wird Schlimmeres tun, als mich zu verletzen. Wisst ihr denn nicht, was sie ist? O Schöpfer, steht mir bei! O Schöpfer, steht mir bei! Bitte helft mir! Paul, nein! Wir müssen ihn aufhalten! Schnell! Durch, Paul. Wir kommen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ihr könnt ihm doch helfen, nicht wahr, Anders? Ihr könnt jeden heilen. Meryl, es ist zu spät.
Was habt ihr getan, um diesen Mann zu Tode zu erschrecken? Ich gebe euch einen Tipp. Es hat etwas mit Dämonen zu tun. Und damit, sich die Handgelenke aufzuschneiden. Braucht ihr vielleicht einen Moment für euch? Nein. Aber danke. Wir haben zu viel zu tun, als dass ich hier herumsitzen und jammern könnte. Paul war nicht wie die anderen. Er wurde in der Stadt geboren und kannte die Welt. Er hat Denerim den Rücken gekehrt und uns gefunden. Ich dachte, wenn jemand es verstehen würde, dann er. Das hier... Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich will mit der Hüterin sprechen.